Ihr habt es alle gehört und das ZDF war ja schon in der Mühle. Ich weiß nicht, ob es hier auch auf dem Platz ist. Wir können uns alle freuen. Es kommen großartige Zeiten auf uns zu. Die Kohlekommission hat getagt und die Kohlekommission gebar eine weiße Maus. Steffen Cottré ist der energiepolitische Sprecher der Bundestagsfraktion und er wird etwas zu uns sagen. Steffen. Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Kohlekommission hat sich geäußert jetzt letztendlich und wir sollen aus der Kohle aussteigen. Wohl bis 2038, aber natürlich fängt das schon jetzt an, Schritt für Schritt. Und da sagen wir ganz klar, nein, nicht mit uns, wir halten an der Kohle fest. Wir sehen keine Veranlassung, aus der Kohle auszusteigen. Und das lässt sich auch ganz einfach begründen. Denn ein Kohleausstieg wäre ökologisch völlig sinnlos. Also wir haben es mal ausgerechnet, das hätte eine Wirkung, glaube ich, von 0,1% weltweit auf den CO2-Ausstoß, der ja wohl so schrecklich sein soll. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein und das machen nur wir. Nur wir Deutsche sollen das hier machen. Weltweit sind mehr als 1000 Kohlekraftwerke in Planung oder in Bau. Andere Länder halten an der Kohle fest. Und nur wir sollen hier CO2 einsparen, natürlich auf unsere Kosten. Und wenn wir das so umsetzen, dann können wir nicht nur hier in der Lausitz das Licht ausmachen, nein, dann haben wir auch deutschlandweit Probleme mit der Stromversorgung. Die Kohle ist ein ganz essentieller Bestandteil der Stromversorgung. Die sogenannten erneuerbaren Energien, die führen zu einem instabilen Strom. Und der wird immer instabiler. Die ersten Unternehmen merken das. Ein Unternehmen hat sich jetzt schon beschwert, 2018 ist ihm 78 Mal der Strom abgedreht worden, weil es keine verlässliche Stromversorgung gab zu diesem Zeitpunkt. Und die erneuerbaren Energien sind eben nicht verlässlich. Die Frequenz nimmt ab, das lässt sich nicht so schnell dann regulieren und wir schrammen an Blackouts vorbei, immer wieder. Am 10. Januar dieses Jahres sind wir an einem solchen Blackout hier europaweit gerade so vorbeigeschrammt und das wird zunehmen. Das liegt an der Energiewende und das liegt eben an der Einspeisung der erneuerbaren, instabilen Energien aus Wind und Strom. Kohle dagegen ist verlässlich. Wenn ich Energie brauche, kann ich Energie sofort bereitstellen und darauf kommt es an. Das kann ich ja mit erneuerbaren Energien nicht machen. Das ist ja genau umgekehrt. Ne? Also wenn Energie erzeugt wird, dann soll man sie abnehmen. Das ist ja völlig Quatsch. Wenn wir Energie brauchen, dann müssen wir Energie herstellen. Und vor diesem Zusammenhang, diesen Kohleausstieg zu sehen und diesen Kohleausstieg zu bewerten, dann sage ich nur, das ist Selbstmord. Unsere Industrien, die energieintensiv sind, die werden abwandern und mit ihnen auch unsere Arbeitsplätze. Und wenn jetzt die Kohlekommission hier so einen schönen Bericht hinlegt, dann habe ich den Eindruck, wir haben hier vor uns mit diesem Bericht sowas wie zum Beispiel ein Fünfjahresplan aus der sozialistischen DDR. Da stehen fantastische Dinge drin, die sich aber nicht umsetzen lassen. Da stehen hehre Ziele drin, die sich gut lesen, die aber sich nicht so realisieren lassen. Einmal ist das finanzpolitischer Wahnsinn auch, dass wir unseren heimischen Energieträger hier abschalten sollen. Der ist mit der preiswerteste. Wenn wir die Energiewende umsetzen und mithin den Kohleausstieg, dann wird sich der Preis pro Kilowattstunde nochmal verdoppeln. Und Experten sagen, wir werden bald auch 50 Cent pro Kilowattstunde zahlen, wenn die Energiewende denn so weitergeführt wird. Und da sagen wir, nein, das wollen wir nicht. Und ich werde mich als energiepolitischer Sprecher und unsere AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird sich dafür einsetzen, dass wir hier mit diesem Irrsinn aufhören und in der Lausitz immer noch weiter die Kohle fördern. Den ökonomischen Aspekt noch weiter anschauen. Es gibt keine Gelder, die diesen Kohleausstieg finanzieren können. Ursprünglich waren ja mal 60 Milliarden angedacht, die in Gesamtdeutschland für den Kohleausstieg bereitgestellt werden sollen. Jetzt sind es nur noch 40 Milliarden und vergleichen Sie die 40 Milliarden verteilt über 20 Jahre mal mit der Wertschöpfung, die die Kohle hier in der Region pro Jahr hat. Das ist zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden. Das kann keiner ersetzen. Und
Wie gesagt, wir haben keinen ökologischen Vorteil mit dem Ausstieg aus der Kohle. Der wäre verschwindend gering. Und die Klimaalarmisten sagen ja immer, CO2 ist schuld. Aber was sie nicht sagen, ist, dass wir CO2 auch als Rohstoff behandeln können. Die Technologien sind langsam so entwickelt, dass wir also in den nächsten Jahren CO2 auch durchaus abscheiden können und durchaus dann in andere Stoffe überführen können, nämlich in synthetische Gase. Und das ist dann allemal billiger als die 30, 40 Milliarden Energiewende pro Jahr, die wir zahlen, die vor allen Dingen auch Niedrigverdiener zahlen mit den Strompreisen. Und die Energiewende insgesamt so wie sie ist, der Kohleausstieg insgesamt so wie sie ist, der ist komplett unsozial und das lehnen wir ab. Und ein letztes Wort noch. Langsam fällt ja auch die Grenzwertlüge, dass also die Grenzwerte für Stickoxid hier so notwendig sind und die Überschreitung der Grenzwerte im Straßenverkehr leicht gesundheitsschädlich wäre. Das fällt ja so langsam. Sie werden sicherlich auch die Nachrichten da verfolgt haben. Diese Lüge fällt ja so langsam und ich bin überzeugt, dass sich andere Lügen auch dann Schritt für Schritt, denke ich mal, erledigen werden. Wir müssen nur dabei bleiben, wir müssen immer nur unsere Argumente vorbringen und wir im Bundestag werden das so tun. Ich werde es im Bundestag auch tun. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Steffen. Ja, dieses Thema wird uns natürlich die nächsten Monate und Jahre begleiten und wir werden dieses Thema begleiten.